Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich den Raum einmal komplett leeren, alles sauber machen, durchsaugen, alles soweit es geht vom Staub befreien, der sich hier so langsam aber sicher breit macht. Es gibt ein paar Planänderungen und ja, schaut selbst. How I built a Lego castle from scratch. Behind the scenes. So ein bisschen habe ich jetzt schon mal weggeräumt. Der ursprüngliche Plan sah vor, die Burg und die Erweiterung hier in diese Ecke zu setzen. Ja, hier ist die Tür, das ist so eine kleine Nische und dann, das sind hier ja, mehr als 1,50, da hätte ich die Burg hingestellt. Das sind auch ein bisschen mehr als 3 Meter, also in diesem Bereich hier die Burg. Und hier dann die Erweiterung. So, das geht nicht, weil ich für den Aufbau der Burg brauche ich wirklich Platz. Ich muss so gut wie an jede Seite rankommen. So, und das ist nicht möglich, wenn die hier an der Wand steht und ich hier eigentlich auch nicht gehen kann oder irgendwie raufkommen, weil da die Erweiterung ist. So, dann Planänderung. Das Regal werde ich flach auf den Boden legen, auch hier Türgriffe alles abschrauben, flach auf den Boden und dann ist das ungefähr bündig mit dieser Ecke hier und dann endet das hier in der Spur ungefähr und dann haben wir hier einmal flach das große Regal hier liegen und hier die ganzen kleinen, wo die Burg vorher drauf stand. Die kommen dann zum Teil, da brauche ich nicht alle, aber die machen dann hier die Verlängerung und dann geht das ungefähr bis hier. So, das heißt, ich habe nur hier hinten ein Stück Wand, wo ich nicht rankomme an die Burg. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann beim Aufbau mache, ob ich das temporär dann hin und her schiebe hier. Muss ich schauen. Das ist der Plan. Bei den kleinen Würfeln brauche ich die Türen oder die Türgriffe gar nicht abschrauben. Ich werde die einmal hier, so wie das ist, hinstellen und von der ursprünglichen Baufläche die 4 inneren Würfel, die haben eh keine Türen, die werde ich gleich einmal auf den Rücken legen und dann haben wir, geht dann auch ungefähr bis da, wo das jetzt eh ist. Habe ich hier noch einen schönen Durchgang, wo ich mir dann nicht die Birne stoße und die ganzen Lego-Kisten oder einen Teil davon kann ich hier, glaube ich, ganz gut verstauen. Ja, das macht Sinn. Ja. Das macht Sinn. Und dann habe ich nur noch die Ecke. Der Würfel, der ist dann wieder über, steht wahrscheinlich im Weg, werde ich wahrscheinlich dann auch an die hintere Wand stellen. Den kleinen Bautisch, wo ich dachte, das ist eine gute Idee, der muss wahrscheinlich weg, weil da gar kein Platz ist. Wenn hier der große Kasten davor ist, oh, knapp. Die Umbauarbeiten sind somit fast abgeschlossen. Hier ist meine ganze Sortierung, ganze Vorratskram, da oben sind schon mal die Baseplates für die Erweiterung, ordentlich Wasserteile und anderer Kram, den ich schon mal besorgt habe. Hat noch nicht alles seinen letzten Platz gefunden, aber das hier wird auf jeden Fall die Baufläche. Im hinteren Teil, da kommt die Burg rauf und hier vorne dann die Erweiterung. Ganz hinten in der Ecke habe ich sogar noch wieder eine kleine Baufläche. Alles gut. Strom für Licht ist überall vorhanden. Da hinter den Boxen ist auch noch Strom. Also ich komme überall ran. Ich bin zufrieden. Nächste Woche kommen dann hier die USB-Platten rauf. Und dann kann ich die Burg wieder aufbauen. Gut, damit bin ich raus. Ciao, ciao.